Eines der wichtigsten oder einer der wichtigsten Faktoren für erfolgreiche Veränderung sind Entscheidungen. Und in diesem Video verrate ich dir 5 konkrete Tipps, mit denen du in Zukunft bessere Entscheidungen treffen kannst. Hey, hier ist Ilja Greschkowitz und in diesem Video verrate ich dir 5 konkrete Tipps, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und der erste Tipp: Orientiere dich bei deinen Entscheidungen immer an deinen Werten. Deine Werte sind der Kompass, an dem du alles ausrichten kannst. Du kannst dich bei jeder Entscheidung fragen, wenn ich mich für etwas entscheide, ist dadurch ein Wert verletzt oder ein Wert sichergestellt? Wenn ich mich gegen etwas entscheide, ist dadurch ein Wert verletzt oder sichergestellt? Ich kann dir garantieren, es gibt kein besseres Orientierungssystem als deine Werte. Also beschäftige dich mit deinen Werten und nutze diese als Grundlage dafür. Das zweite, das habe ich schon in ganz, ganz vielen Videos gesagt, versuche immer eine Kombination hinzubekommen aus rationaler Analyse und einem emotionalen Antrieb, weil diese Mischung macht es aus, Logik lässt dich verstehen, Emotionen lassen dich ins Handeln kommen. Das dritte ist, entscheide unbedingt immer zeitnah, also nicht dieses berühmte Helmut Kohlsche von Angela Merkel perfektionierte, wir sitzen das mal aus und hoffen, dass es sich irgendwie von alleine löst, tut es nie, also entscheide immer zeitnah, ganz, ganz wichtig. Das vierte ist, hör auf deinen Bauch, hör auf deine Intuition. Denn oftmals sagt dir dein Kopf, tu dies, und dein ganzer Bauch schreit, nee, tu lieber das. Und dein Bauch ist ja, oder deine Intuition ist nichts anderes als die Summe der Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Und ja, dein Unterbewusstsein greift dann auf diesen Erfahrungsschatz zu. Und ich garantiere dir, du kannst deinem Bauch vertrauen. Dein Bauch belügt dich eigentlich nie. Tja, und das gesagt, Tipp Nummer 5. Triff Entscheidungen niemals aus einer hitzigen Emotion raus. Das ist das Schlechteste, oder das ist der schlechteste Ratgeber, den du haben kannst. Das heißt, nie spontan eine ganz, ganz wichtige Entscheidung treffen, sondern schlaf lieber nochmal drüber und triff dann mit einem gewissen zeitlichen Abstand am nächsten Morgen die Entscheidung, weil heftige, intensive Emotionen sind leider immer ein schlechter Ratgeber, wenn es um nachhaltige und langfristige Entscheidungen geht. Und ich hoffe, diese 5 Tipps, die waren dir eine kleine Hilfe. Lass mich mal in den Kommentaren hier unten wissen, welcher Tipp dir am meisten weitergeholfen hat und vor allem, welche Erfahrung du damit gemacht hast. Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Tja, und wenn dich das Thema Veränderung interessiert, dann abonniere am besten den Kanal, hinterlass mir einen Kommentar hier unten und vor allem gib mir einen Daumen hoch und empfiehl meine Videos, empfiehl meinen Kanal gerne an deine Freunde und Bekannte weiter.